Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Opportunitätskosten. Das ist eine Kennzahl, die die meisten Unternehmer und Selbstständigen nicht auf dem Schirm haben, die aber super wichtig ist. Und worum es dabei geht, möchte ich dir anhand von im Endeffekt drei Beispielen erklären, die wir ja auch auf meinem iPad sozusagen visualisieren. Und Opportunitätskosten im Großen und Ganzen sind Kosten entgangener Gewinne. Das heißt, du kannst sagen, wenn ich jetzt eine Möglichkeit A genommen habe und Möglichkeit B würde oder hätte mehr Gewinn gebracht, hättest du dementsprechend Opportunitätskosten produziert. Um das mal einfach anschaulich zu machen, haben wir hier einmal Produkt A meinetwegen und Produkt B. Die kaufst du beide für, sagen wir mal, 20 Euro ein, ne? Und Produkt A hat jetzt eine Gewinnspanne von 5 Euro. So, verkaufst du also für 25 Euro und machst dann 5 Euro Gewinn. Hättest du aber jetzt in Produkt B investiert statt in Produkt A, hättest du mit Produkt B zum Beispiel 30 Euro Gewinn produzieren können oder Umsatz produzieren können und damit 10 Euro Gewinn. Das heißt, wir rechnen hier hinten diese 30 minus die 25 und hätten damit 5 Euro Opportunitätskosten produziert. Warum das so wichtig ist, möchte ich dir jetzt an zwei Beispielen klar machen. Einmal hat das mit Rücklagen zu tun und einmal hat das mit Dienstleistungen zu tun. Weil wie das mit Produkten ist, habe ich dir gerade schon gesagt, du könntest natürlich 1000 Euro in Produkt A investieren. Würdest aber natürlich besser fahren, wenn du 1000 Euro in Produkt B investierst. So, und deswegen ist es so wichtig, man muss halt vorher ganz genau abwägen, welche Entscheidungen man trifft, damit man halt am Ende sozusagen keine oder nur geringe Opportunitätskosten produziert und sozusagen das Beste aus seinem investierten Kapital rausholen kann. So. Das erste Beispiel, habe ich ja gesagt, ist Rücklagen und damit macht sich dieser Begriff Kosten entgangener Gewinne ganz gut verständlich, weil wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 20.000 Euro Rücklagen hast, ne, für Steuern, für irgendwelche Vorfälle, einfach damit du abgesichert bist und die liegen jetzt auf deiner Bank, damit du schnellen Zugriff hast. So, dann liegen die da, meinetwegen für 12 Monate. Und nach 12 Monaten hast du dann immer noch 20.000 Euro da auf der Bank. Die sind aber voraussichtlich ein bisschen weniger wert wegen Inflation, bla bla bla. Das lassen wir jetzt alles mal aus dem Blick. Aber wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, wir investieren die 20.000 Euro, meinetwegen in Aktien oder in einem ETF oder so, der 15%, sagen wir mal 5% lässt sich, oder lass mal 10% sagen, auch wenn es ein bisschen viel ist derzeit, aber lässt sich einfach rechnen. So, dann hätten wir zum Beispiel jetzt mit einer ETF-Anlage, mit einer, 10% hatten wir gesagt, 10% Rendite, was natürlich in dem Fall schon sehr viel ist, ne? Aber gut. Einfach um die Mathemate, also um die Mathe, um die Zahlen einfacher zu halten, so Deutsch, Sebastian, machen wir es jetzt einfach mal mit 10%. Und hättest du die jetzt über 12 Monate angelegt, hättest du natürlich sozusagen am Ende des Jahres 22.000 Euro gemacht. Und sozusagen, das sind diese Opportunitätskosten, die entstehen. Natürlich muss man da immer das Risiko abwiegen. Wie groß ist das Risiko, wenn ich jetzt sozusagen meine 20.000 Euro anlege? Wie schnell komme ich dran, falls ein Notfall ist? Und könnte ich sozusagen Pech haben, dass mein Kapital, was ich sozusagen in den Rücklagen habe, dann weniger wert ist, weil gerade die Aktienmärkte eingebrochen sind und so. Also man muss da schon immer mit klarem Kopf rangehen. Trotzdem sollte man diese Opportunitätskosten nicht außer Acht lassen, weil die 20.000 Euro, die würden ja in Fall A sozusagen hier unten der Linie nur rumliegen und durch die Inflation weniger Geld wert werden. Und Punkt B, da hätte man natürlich klare Profite mit Anlagepapieren verzeichnen können. Und das sind eben diese Opportunitätskosten.
Und ein schöner Begriff für Opportunitätskosten sind auch Kosten der Reue. Und warum ich das so einen schönen Begriff finde, möchte ich dir jetzt einfach mal an dem dritten Beispiel sozusagen klar machen. Da geht es nämlich um Dienstleistungen, um Coachings, so wie wir das auch anbieten. Und was viele Leute einfach nicht auf dem Schirm haben, was andere dahingehend verstehen. Wir haben jetzt zum Beispiel mal Person A und Person B. Ne? Person A sagt, hey, ich weiß, euer Coaching ist jetzt nicht günstig, aber ihr spart mir Zeit, ihr spart mir Fehler ein und ich habe eine klare Anleitung und weiß halt direkt, was ich machen möchte. So, dann startet der natürlich an einem Punkt, hat erstmal am Anfang Ausgaben, ist klar, investiert dann sein Geld aber dementsprechend vernünftig von Anfang an und hier hat hier ein klares Wachstum zu verzeichnen. Person B ist jetzt so intelligent und möchte sagen, nee, ich mach's alleine, ne? Dann starte ich sozusagen mit mehr Geld, ja, und die Fehler, die ich mache, sind mir dann egal. So, dann wird Produkt B, wird Person B sozusagen am selben Punkt starten können, ja, wird versuchen, das Geld zu investieren, wird es vielleicht auch hinkriegen, vielleicht ein paar Fehler machen und letztendlich wird er auch irgendwo Erfolge erzielen, ne? Die Erfolge sind aber in der Regel nicht so hoch, als würde man natürlich jetzt 12 Monate gleich von Anfang an richtig mit einer vernünftigen Anleitung starten, mit einer Begleitung, die das schon seit Jahren macht, die einfach da nachgewiesen Erfolge erzielt mit ihren Kunden. Da sind die Unterschiede nach einem Jahr gesehen immer relativ groß. Sagen wir mal, Person A hätte hier jetzt 50.000 Euro gemacht und Person B hätte hier jetzt 20.000 Euro gemacht. Beide sind meinetwegen mit 5.000 Euro gestartet, ne? Hier 5k beide und ist natürlich dann eine gute Entwicklung für beide, ne? So, Person A hat natürlich sein Kapital verzehnfacht, das heißt, er hat jetzt 50.000 Euro, Person B hat sein Kapital vervierfacht, hat jetzt 20.000 Euro. Sind beides gute Ergebnisse, aber Person B hat natürlich durch diese Einsparung, die er hier vorne gemacht hat, dementsprechend sich Opportunitätskosten gespart bis zu einem gewissen Punkt, weil er sich ja gegen die Hilfe entschieden hat und hat dann natürlich dadurch Geld gespart, also auch keine Opportunitätskosten produziert, sondern im Gegenteil. Dann kam aber dieser Break-Even-Punkt, wo ja einfach die Investition in diese Möglichkeit erstmal ihren Wert sozusagen zum Rollen gebracht hat. Und dadurch sind natürlich für Person B dann dementsprechend Opportunitätskosten angefallen in Höhe von 30.000 Euro auf jetzt 12 Monate gesehen. Und das ist natürlich eine ganz schöne Menge, ne? Und damit möchte ich einfach nur verdeutlichen, es gibt Opportunitätskosten, man sollte sie auf dem Schirm haben, denn das Ziel eines Unternehmens sollte natürlich sein, den Kunden so bestmöglich zu dienen, um damit sozusagen den stärksten Wachstum sozusagen zu erzielen. Und dazu gehören halt manchmal auch Investitionen in Dienstleistungen, in andere Sachen, ja, wo man sich zum Beispiel sozusagen erstmal ins Minus begibt, wobei nicht ins Minus, sondern einfach die Investitionssumme ausgibt und ja, im zweiten Schritt dann von dieser Investition profitiert, wobei man, ne, alles auch von selber lernen kann, das ist klar, aber einfacher und schneller geht es natürlich mit einer Anleitung. Warum sollte man das Rad neu erfinden, wenn jemand schon seit Jahren mit einem Fahrrad fährt, das funktioniert? Deswegen, ja, hab das einfach auf dem Schirm und wenn du jetzt in Produkte investierst, wenn du jetzt Rücklagen dir anhäufst oder überlegst, dir in Coaching zu investieren, dann ist natürlich jeder Tag sozusagen, den du damit wartest, eine Chance, die du liegen lässt. Du lässt halt aktuell bares Geld auf der Straße, einfach mit dieser Überlegung, tue ich es jetzt, tue ich es nicht. Selbst wenn du jetzt kein Coaching in Anspruch nimmst und trotzdem nicht handelst, weil du einfach irgendwelche Blockaden hast, weil du Schiss hast oder so, dann produzierst du dir mit jedem Tag, wo du nicht handelst, weitere Opportunitätskosten. Weil auch egal, ob du jetzt mit uns das startest oder ohne uns das startest, würdest du ja im besten Fall Gewinne erzielen können. Das heißt,
ja, aktuell, heute erzielst du keine Gewinne. So, startest du morgen, könntest du in 3 Wochen schon Gewinne erzielen. Startest du morgen nicht, sind es 3 Wochen und ein Tag. Startest du übermorgen nicht, sind es 3 Wochen und 2 Tage. Und so hast du natürlich diesen Effekt der Opportunitätskosten in jedem Schritt, in jeder Entscheidung, die dir begegnet, weil klar ist, du hättest schon an einem Punkt sein können, in deiner Karriere, in deinem Leben, in deinem Geschäft, wo du viel mehr Geld verdienst. Und oft hängt es einfach damit zusammen, dass man sich nicht eingestehen möchte, dass man sich vielleicht doch Hilfe ins Haus holen sollte, doch Profis. Wir sehen es nicht als Geheimnis, selbst wir lassen uns coachen. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass wir ganz genau wissen, wie man so professionelle Strukturen aufbaut, wie man Unternehmen aufbaut, wie man ein Team aufbaut. Wir haben Expertise in Amazon. Wir wissen ganz genau, wie man ein Amazon-Geschäft aufbaut und das skaliert. Aber zu einem Amazon-Geschäft gehören ja natürlich auch Mitarbeiter, da gehört eine Logistik, da gehören natürlich auch dementsprechende Warenwirtschaftssysteme. Das sind alles so Fachbereiche, da kann man sich überall selbst einarbeiten. Aber oftmals ist es die bessere Lösung, wenn man sagt, okay, hey, übernimm das für mich, also so als klassische Done-for-you-Dienstleistung, oder zeig mir, wie das geht, damit ich das schneller richtig umsetzen kann. Gut. So viel zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du schon mal mit Opportunitätskosten Bekanntschaft gemacht hast. Was ist in der Regel nicht so eine schöne Bekanntschaft. Und ja, wie dir das Prinzip Kosten der Reue gefällt. Ja, und wenn dir das Video weitergeholfen hat, gib mir einfach einen Daumen hoch. Wenn dir generell solche Videos gefallen, dann lass doch ein Abonnement da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.